Letztes Jahr hat Samsung ihren endgültigen Pfad für die Zukunft mit der S22-Reihe festgelegt. Das Galaxy Note wird in die S-Ultra-Reihe integriert und als zweites Flaggschiff geht die neue, faltbare Z-Serie hervor. Obwohl sie immer langweiliger werden, sind für die Kunden heute jedoch weiterhin die Smartphones des regulären Formfaktors interessant. Der Vertreter des diesjährigen Premium-Lineups ist das Galaxy S23 Ultra, das in den letzten Monaten viele Nutzer gewinnen konnte. Im vergangenen Jahr sind jedoch auch die Flaggschiff-Produkte der Wettbewerber deutlich stärker geworden. Daher stellen wir uns in diesem Video, 9 Monate nach Release, mal die Frage, wie es sich über die Zeit geschlagen hat und ob es seine Konkurrenzfähigkeit ausbauen konnte. Wenn man nur einen Grund nennen sollte, die Galaxy Note-Reihe von Samsung zu kaufen, dann ist es für mich sicherlich das Design. Auf der Vorderseite erhalten wir die Samsung-exklusive Schönheit. Dieses große, eckige Display ist jedes Mal aufs Neue ein Vergnügen zu betrachten. Es ist wie ein riesiges Stück Bildschirm in der Hand zu halten. Obwohl es von den Abmessungen her ähnlich groß ist wie ein iPhone 15 Pro Max, wirkt die Bildschirmfläche von 6,9 Zoll durch die sehr dünnen Ränder, die Form und minimale Frontkameraaussparung vorne deutlich größer und ansprechender. Egal ob es das Lesen von Text oder Anschauen von Videos ist, nur ein aufgeklapptes Foldable bietet hier ein besseres Erlebnis. Damit geht jedoch auch eine wirklich extreme Größe einher. Die Dimensionen von außen sind bei jeder Abmessung größer als bei den Smartphones der Konkurrenz. Es ist im Vergleich zu ihnen länger, breiter, dicker und schwerer. Gemeinsam mit der Form, durch die sich die Ecken des Geräts in die Handballen drücken, merkt man definitiv, dass man ein riesiges Gerät in der Hand hält. Vorder- und Rückseite sind weiterhin minimal zu den Seiten abgerundet. Der sehr breite Rahmen an der Seite wurde mit dieser Generation leicht abgeflacht. Das sorgt zumindest für einen guten, rutschfesten Grip. Die Optik der Rückseite hat sich bei Samsung nicht deutlich weiterentwickelt. Damit ist es nach meiner Auffassung noch immer eines der schönsten Smartphones. Gerade im Vergleich zu den Produkten, die dieses Jahr so auf den Markt erschienen sind, bringt es einen frischen, eleganten Wind mit sich. Das S23 Ultra zeigt uns, wie man mit den schlichtesten Mitteln im kompakten Maße die vielen Kameras unterbringen kann. Die silbernen Ringe um die Kamera geben bei Lichteinstrahl wunderschöne Reflexionen von sich. Es ist ein Symbol für zurückhaltende Schönheit. Dazu gehören auch die schlichten Farben der matten Glasrückseite, die zur Auswahl stehen. Offiziell sind es 4 Stück. Weiß nennt sich dabei Cream. Da bekommt man gleich die Sorge, dass es ein unsauberer, gelblicher Farbton wird. In der Praxis handelt es sich doch um recht sauberes, schlichtes Weiß. Grün und Schwarz sind die eher klassischen Farben, die dennoch zum schlichten Design passen. Die Farbe Lavender ist für mich sogar ziemlich schick. Sie ist mit Sicherheit nicht nur für weibliche Nutzer geeignet. Auf der Unterseite befindet sich der Einschub für den sogenannten S-Pen. Ein integrierter Stylus, mit dem man das Smartphone bedienen und auf dem Bildschirm zeichnen kann. Hierbei handelt es sich um ein Feature, das von den früheren Galaxy Note Modellen übernommen wurde. Die Latenz ist dabei äußerst gering. Die Linie folgt beim Zeichnen wirklich direkt der Spitze. Das ist wirklich beeindruckend. Mit dem Knopf an der Seite dient er gleichzeitig als Fernauslöser, beispielsweise in der Kamera, um auch ohne helfende Person einfach Gruppenfotos erstellen zu können. Nach mehrwöchiger Nutzung der S-Ultra-Smartphones muss ich jedoch ehrlicherweise sagen, dass ich den Stift nicht einmal herausgezogen habe. Hier kommt es sicherlich auf eure individuellen Gewohnheiten an. Wenn euch dieses Video informiert, abonniert gerne den Kanal und gebt ihm einen Daumen nach oben, denn das ist die einfachste Möglichkeit für euch, um unsere tiefgreifenden Inhalte weiterhin zu unterstützen. Vielen Dank! Samsung setzt bei ihren Displays auf das eigene M-Material, das nur sie und die iPhones verwenden. Es weist natürlich auch beim S23 Ultra eine exzellente Qualität auf, schließlich fertigen sie es selbst. Hohe Helligkeit, maximale Auflösung und Bildwiederholrate, alles finden wir auf diesem Bildschirm vor. Zusammen mit dem sehr nahtlosen Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display ist das Erlebnis weiterhin sehr angenehm, obwohl zahlreiche Konkurrenten bereits gut aufgeholt haben. Der Konflikt besteht nur beim Dimming. Das S23 Ultra nutzt bei jeder Helligkeit ein mit 240 Hz sehr niedrig frequentiertes PWM-Dimming.
Das Bildschirmflackern führt besonders bei Betrachtungen bei niedriger Helligkeit zu Überanstrengung der Augen. Das haben wir in zahlreichen vergangenen Videos und Beiträgen bereits thematisiert. Im Laufe dieses Jahres sind viele Premium-Smartphones auch auf den Markt gekommen, die auf ein Display eines chinesischen Zulieferers setzen, zum Beispiel BOE, die in vielerlei Hinsicht die Samsung-Displays sogar übertroffen haben, zum Beispiel bei der Blickwinkelstabilität oder dem augenschonenden Bildschirmflimmern. In dieser Hinsicht hat Samsung in Zukunft auch mehr Wettbewerb. In der Vergangenheit war eines der größten Probleme für die Samsung-Smartphones die Exynos-Abteilung im eigenen Konzern. Dieses ist mit der S20-Reihe sehr hochgekocht und hat die Welt bewegt. Deswegen hat Samsung Mobile dieses Jahr eine Konsequenz gezogen und nutzen auf der ganzen Welt den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sogar in einer exklusiv angefertigten Version, dem 8 Gen 2 vor Galaxy. Sie hat einen etwas höheren Takt bei der CPU- und Grafikeinheit, mit dem die Leistung um rund 10% stärker als bei anderen Smartphones mit dem 8 Gen 2 ist. Das Motto lautet: Den Exynos Mull kann jetzt Google nutzen. Zusammen mit einer vergrößerten Kühlfläche hält sich die Leistung im Alltag sehr gut. Damit beheben sie eine zentrale Schwäche des Vorgängers, der mit großen Problemen bei der Performance zu kämpfen hatte. Die Stärke des Snapdragon 8 Gen 2 zeigt sich auch daran, dass im zweiten Halbjahr ausnahmsweise keine Plus-Version mehr erschienen ist. Die verbesserte Effizienz wirkt sich besonders positiv auf die Akkulaufzeit aus, die sich im Vergleich zum Vorgänger signifikant verbessert hat. Mit ihrer großen Kapazität von 5000 mAh bieten sie bis heute eines der Flaggschiff-Smartphones mit der besten Akkulaufzeit. Hinsichtlich der Software hat Samsung als Marktführer in Europa mit ihrer One UI die höchste Nutzergruppe. Dabei hat die Benutzeroberfläche in den letzten Jahren keine signifikanten Neuerungen erhalten. Alles basiert auf einer intuitiven, einfach verständlichen Bedienung. Es begegnen einem keine komischen Bugs, bei denen man sich fragt, woher sie denn kommen. Gleichzeitig ist es jedoch auch die schiere Menge an Einstellungen und ihre verwirrende Gruppierung, dass sie in vielerlei Hinsicht eher verschachtelt ist. Ein besonderes Merkmal ist, dass sich viele einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten der UI sehr versteckt halten. GoodLock und alles drumherum sind die offiziellen Plugins, die man sich herunterladen kann. Mit ihnen eröffnen sich ganz neue Türen bei der Personalisierung. Darüber findet ihr auch ein interessantes Video auf unserem Kanal. Wenn ihr Nutzer eines aktuellen Samsung-Smartphones seid, ist es sicherlich sehr interessant zu erfahren. Leider gibt es, im Kontrast zu Google oder Apple, von unseren Marktführern auch noch nicht den Ansatz, in der Software einzigartige Features zu bieten, die einen zusätzlichen Kaufgrund darstellen würden. Das Kamerasystem ist beim Galaxy S23 Ultra relativ interessant. Anfang des Jahres haben wir im Review gesagt, dass es mit seinem vollständigen Gesamtpaket ohne Schwächen auf jeden Fall eine der besten auf dem Markt darstellt. Im Laufe des Jahres, nach der Vorstellung vieler weiterer Smartphones, war das S23 Ultra immer als Referenz bei der Kamera mit dabei. Wir haben nur von reinen Vergleichsfotos über 1000 Stück auf diesem Gerät. Dabei haben wir zunehmend festgestellt, dass die Kamera in vielerlei Hinsicht auch schon überholt ist. Daher vergleichen wir es heute, 9 Monate nach Release, einmal unter der neuesten Firmware mit den aktuellen Premium-Smartphones der Konkurrenz, die sich bei der Kamera exzellent geschlagen haben, um festzustellen, auf welchem Stand es sich tatsächlich derzeit befindet. Die neue Hauptkamera im Galaxy S23 Ultra nennt sich HP2 und löst mit 200 Megapixeln auf. Mit der neuen Dual-VTG-Technik schafft es Samsung, dass der 1:1,3 Zoll große Sensor so viele Lichtinformationen aufnimmt wie gängige 1-Zoll-Sensoren der Konkurrenz. Damit erreichen sie bei schlechten Lichtverhältnissen sehr viele Details. Abgesehen davon sind die Änderungen zum Vorgänger unerheblich. Der von uns benannte künstliche Samsung-Stil zieht sich weiterhin durch alle Fotos. Eine hohe Sättigung und Helligkeit, die nicht der Realität entspricht, zeichnet ihn besonders aus. Die Details werden dabei stark künstlich nachgeschärft, sodass die Fotos teilweise sehr komprimiert aussehen. Das ist bei Samsung so deutlich wie bei keinem anderen Hersteller und merkt man bei der Betrachtung sofort. Bei Nachtaufnahmen mit vielen kleinen Details führt das teilweise auch zu verfälschten Farben und unsauberen Fotos. Den Bildstil, der in der Vergangenheit vielleicht mal aktuell war, sollte Samsung in Zukunft mal überdenken. Er ist heute bei der starken Hardware-Ausstattung schon ziemlich überholt.
Im Vergleich dazu ist es der Ultraweitwinkel, der trotz seiner 12 Megapixel noch ziemlich gut mithalten kann. Bei den Videoaufnahmen hat Samsung im Android-Bereich auch einen eindeutigen Vorteil. Hinsichtlich der Farbwiedergabe und dem Dynamikumfang hinken sie nur dem iPhone hinterher. Sie sind deutlich schärfer und qualitativ besser als bei dem Konkurrenten Pixel 8 Pro oder Magic 5 Pro. Bei Nacht können die Videos teilweise sogar ein iPhone 15 Pro mit deutlich niedrigerer Helligkeit übertreffen. Vor 3-4 Jahren war die Kombination einer 3- und 10-fachen Zoom-Kamera noch ungeschlagen. Heute zeigen sich die Vorteile dieser nur noch bei den Bildern mit einem über 20-fachen Zoom. Es ist besonders die Fähigkeit für sehr starke Vergrößerungen, denn mit Hilfe der Bildverarbeitung schaffen sie es, selbst bei 30- oder 50-fachen Zoom noch eine hohe Qualität zu bieten. Bei lediglich 10-fachem Zoom können wir viele andere Smartphones mit niedrigerer Brennweite bereits mithalten. Am schwächsten der vier Brennweiten ist die dreifache Zoom-Kamera, die sich schon seit 3 Jahren kaum verändert hat. Mit dem winzigen Sensor und der geschlossenen Blende braucht man es gar nicht mit Smartphones wie dem P60 Pro vergleichen. Selbst ein Huawei Mate 40 aus 2020 kann es leider nicht übertreffen. Mit den zwei Zoom-Kameras, die so nah herankommen wie kein anderes Smartphone, verfolgen sie vor 2 Jahren den Trend des weiten Zooms in der Industrie. Inzwischen haben viele andere Hersteller jedoch schon erkannt, dass besonders diese hohe Brennweite des 10-fachen Zooms im Alltag keine wirkliche Anwendung findet. Von über 1000 Fotos, die ich damit auf Reisen geschossen habe, sind es vielleicht 3 oder 4 Stück. Die Wettbewerber setzen inzwischen eher auf einen guten Kompromiss bei der Brennweite, die in der Regel so bei einem 3,5-fachen Zoom liegt, und bieten dafür eine hohe Qualität äquivalent zur Hauptkamera, viele daneben sogar schon die Fähigkeit für hochwertige Makroaufnahmen. Mittlerweile hat das auch Samsung erkannt. Es wird erwartet, dass die Periskop-Zoom-Kamera im Galaxy S24 Ultra ersetzt wird. Der Sony IMX 854-Sensor mit 50 Megapixeln wird dafür offenbar die Grundlage bieten. Er wird einen 5-fachen Zoom ermöglichen, der eine deutlich höhere Qualität aufweist. Diese wird eine deutlich praktikablere Brennweite haben. Wir sind in diesem Zuge auch schon auf den Vergleich mit dem iPhone 15 Pro Max und Pixel 8 Pro gespannt. Daneben bleibt die dreifache Zoom-Kamera aus dem S23 Ultra jedoch bestehen. Das wird also ein deutlicher Kontrast zwischen diesen zwei Brennweiten. Insgesamt handelt es sich im S23 Ultra weiterhin um ein sehr starkes Kamerasystem mit rundem Gesamtpaket, das in seinen Kernaufgaben, besonders aufgrund seines Bildstils, schon etwas überholt ist. Auf Grundlage alter Sensoren schaffen sie es zum Teil noch, qualitativ ausreichende Bilder zu schießen. Auch hier bedarf es jedoch einer Innovation. Von der alltäglichen Nutzung her würde ich sagen, dass mir bei dieser Kamera hier nichts fehlt, andere Smartphones jedoch deutlich mehr Spaß und Freude bereiten, auch dann, wenn man die Ergebnisse im Nachhinein betrachtet. Im Galaxy S23 Ultra Review haben wir gesagt, dass nach dem Rhythmus der Samsung-Smartphones in der Vergangenheit eigentlich wieder ein großer Sprung im Lineup anstünde. Mit Blick auf die aktuellen Gerüchte hat sich diese Prognose inzwischen ziemlich eindeutig dementiert, was die generelle Entwicklung in der Smartphone-Industrie symbolisiert. Gewissermaßen sind wir bei den Handys des klassischen Formfaktors schon an einer Obergrenze angekommen. So erwarten wir beim S24 Ultra neben einem leicht erneuerten Design, das auf eine abgerundete Front verzichtet, auch einen Titanrahmen, ähnlich wie beim iPhone 15 Pro. Das Display wird etwas heller, die 10-fache Zoom-Kamera wird ersetzt, gleichzeitig besteht jedoch auch die Vermutung, dass sie in Europa wieder einen Exynos-Chip dazu verbauen könnten, der im Samsung 4-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Die Probleme dieser SoCs könnten sich also leider wiederholen. Gewissermaßen stellt das S23 Ultra also einen Höhepunkt der Samsung-Smartphones dar. Mit dieser minimalen Verbesserung im nächsten Jahr werden sie zum 4. Mal auf die ähnliche Hardware-Ausstattung aufbauen, die wirklich etwas in die Jahre gekommen ist. Näheres dazu dann in unserem tiefgreifenden Inhalten rund um die S24-Serie zu Beginn des nächsten Jahres. Mit dem anstehenden Black Friday, der Vorweihnachtszeit und zahlreichen Deals kann man mit Blick auf diese Gerüchte also mit bestem Gewissen das S23 Ultra kaufen, denn mit dem Nachfolger werdet ihr nicht viel verpassen.
Der Fortschritt des diesjährigen Galaxy S23 Ultra ist ähnlich gering wie bei den iPhones. Besserer Prozessor, flacher Rahmen, größere Kameras und ein neuer Sensor, das war's. Aus einer anderen Perspektive kann man jedoch gleichermaßen sagen, das S23 Ultra ist schön und stark zugleich, ein wirklich hervorragender Allrounder. Auf Grundlage ihrer Technologie und die Stärke ihrer Zuliefererkette vertritt es den Hersteller erfolgreich nach außen. Aber natürlich müssen wir auch etwas die Realität betrachten. Der Fortschritt seiner Wettbewerber ist daneben wirklich riesig. In der Vergangenheit hätten wir unser Video zum S23 Ultra bei so einem Fortschritt niemals langweilig genannt. Aber mit der heutigen Konkurrenz, Honor Magic 5 Pro, Xiaomi 13 Ultra, hat sich auch die Erwartungshaltung gegenüber Samsung geändert. Es sind nicht mehr die, die uns mit Innovationen vom Stuhl hauen können. Blicken wir zurück auf 2016 oder 2017, als Samsung den chinesischen Wettbewerbern noch um Meilen voraus war, war es klar, dass wir ohne zu überlegen die S-Reihe gekauft haben. Doch heute ist es trotz eines neuen Ultra-Modells und der Stärke der Produkte so, dass es nicht mehr so einfach ist zu gewinnen. Selbst heute mit vielen Restriktionen auf unserem Markt durch Verkaufsverbote und Handelsbanne gibt es unzählig viele exzellente Premium-Smartphones zur Auswahl. Mit dieser Hardware-Grundlage war es vielleicht noch beim S21 Ultra möglich, die Branche zu überzeugen. Zum Beispiel das exzellente 1440p-Display, das vielseitige Kamerasystem, der 5000 mAh große Akku. Mit Blick auf die heutige Konkurrenz gibt es jedoch schon viel mehr starke, charakterhaltige, einzigartige Smartphones zur Auswahl, sei es Xiaomi mit einer besonders vielseitigen, professionellen Kamera und hoher Qualität in allen Brennweiten, Huawei mit hervorragender Kamera in kompaktem Gehäuse oder Apple und Google mit ihrer besonders intelligenten Software. Hier hinken sie mit ihrer Technologie so langsam hinterher. Selbst die Galaxy Z-Reihe, die die Position des zweiten Samsung-Flaggschiff-Lineups des Galaxy Note ersetzt hat, hat mächtig mit stärkeren Wettbewerbern zu kämpfen. Im Gegensatz zum Ultra ist es vielmehr das reguläre Galaxy S23, das aufgrund seines günstigen Preises und der nahezu identischen Hardware-Ausstattung besonders überzeugen kann. Es stellt eines der besten kompakten Smartphones auf dem Markt dar. In der Vergangenheit war Samsung noch einer der wenigen Hersteller, die bei der Kerntechnologie überzeugende, eigene Innovationen nach vorne getrieben haben. Aber blicken wir heute zum Beispiel auf den Exynos, wissen wir alle seinen miserablen Status. Die Qualität der chinesischen, eigenen Fertigung wird daneben immer besser. Ohne einen exklusiven, neuen Wettbewerbspfad stellt sich für mich zunehmend die Frage, wie lange Samsung noch ihren hohen Status bei den Smartphones halten kann. Das müssen wir wohl im Review des Galaxy S25 oder 26 Ultra beantworten. Die Galaxy S-Klasse ist immer noch sehr stark, aber die Zeiten haben sich gewandelt. Okay, wenn euch dieses Video informiert oder inspiriert hat, abonniert den Kanal, um keine weiteren tiefgreifenden Videos rund um aktuelle Smartphones mehr zu verpassen. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.